Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Portal, zum zweiten Video. Kommt ein bisschen später, Entschuldigung. Auf jeden Fall gehen wir direkt in ein schnelles Spiel. Diesmal in... Machen wir wieder bestbewerteste oder beliebteste? Oh, beliebteste. Jo, also ohne Momento. Die Map Bouncy Castle. Ich weiß nicht, der Name kommt mir bekannt vor. Kann sein, dass ich die schon mal gespielt habe oder auch nicht. Wir werden es ja sehen. Ich hoffe mal, dass auch die Musik im Hintergrund euch mundet. Cave here. Just so you know, this mic isn't two-way. I can't hear a damn thing you're saying, so don't waste any oxygen trying to talk. What? Ah, my assistant Greg says, some of these alternate Earths may not have oxygen. The air might be nitrogen or methane or... Hell, everybody's head might be inside out. So just take little itty-bitty breaths, and if anybody asks you why your head's inside out, remember, it's only inside out from their perspective. And you're fine, head-wise. Trouble-wise, you're in a lot of it, and you should probably run. All right, enough hypotheticals. Let's test this test. Okay, also hier haben wir definitiv einen Cube. Das ist vor allem extrem toll hier, weil man nicht sieht... Ah, okay, Bouncy. Jetzt ist die Frage, wo stehe ich es drauf? Ja, wo kann ich es drauf schießen? Hier unten kriege ich das nicht durch, nein. Da oben. Okay, damit sollte ich... den wir hier hochspringen können. Das hat schon mal seine Vorteile. Was auch immer dieser Knopf bewirkt. Ah, okay, noch ein Cube. Den komme ich, der kommt wahrscheinlich dann hier oben rein. Hoffe ich mal. Ich habe eigene Musik an, also brauche ich keine Portmusik. Ändert sich dadurch denn? Ah, dadurch kommt da unten eine Plattform hin. Und dann können wir darüber springen. Logisch. Das war jetzt nicht produktiv. Probieren wir es mal so, indem wir die komplette Fläche einfärben. Jetzt sollte es funktionieren. Ah, easy, geht doch. Jetzt habe ich da die Brücke. Ich warte, dafür brauche ich einen Cube. Dafür brauche ich beide Cubes. Das ist Cube Nummer 1 und Cube Nummer 2. Geht ja noch weiter. Okay. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Jetzt ergibt das Sinn. Moment. Pack ich dich da mal drauf. Ich muss von da oben runterspringen auf diese Plattform.
Den muss ich hier oben drauf stellen, damit die Plattform wiederkommt. Das hat alles schon irgendwie seinen Sinn. Ach. Ja, nee. Eben nicht. War die Wand vorher auch schon da? Ich habe gerade null Ahnung, was ich hier machen soll. Da oben ist noch was. Was ist das? Bin ich? What? Okay. Jetzt habe ich da auch Wände. Auch immer ich diese Wand jetzt hier habe. Ah, jetzt ergibt das Sinn. Jetzt macht das alles Sinn. Okay, ich brauche einen Cube. So, jetzt schießt er hier durch. Das Ding färbt ein. Das heißt, dann kann ich jetzt einfach so rüberspringen. Ah, sage ich ja. Jetzt macht es Sinn. Kyubi, du kommst da wieder hin. Kann ich da hinten eins platzieren? Kann dich wieder mitnehmen? Ne, Moment, eigentlich brauche ich ihn ja gar nicht. Egal. Hingestellt ist hingestellt. Ups, nein! Mann. Ah, nochmal wieder hochlaufen. Gut. Dann. Jetzt da rein. Und nach hinten drücken. Ah, ich hab's geschafft. Nice. Also, die Testkammer war gar nicht mal so schwer. Ich fand die cool. Also, Daumen hoch. Nächste Testkammer. Wow. Greg's Multiple Universe Theory was dicey, but you're pulling through with flying colors. We're all very proud of Greg. Oh, and you. Jetzt haben wir hier Laserrätsel. Gut. Dadurch habe ich jetzt einen Cube bekommen. Okay. Gut, damit habe ich jetzt irgendwas aktiviert. Schauen wir da oben die Plattform. Aber ich habe noch null Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Und übrigens, ich habe eben mal überlegt, wie kann man gut hier überblenden machen. Und die beste ist einfach, indem ich so mache. Und wieder so. Also, ich habe mich jetzt bewegt und die Überblende hat einigermaßen funktioniert. Die Sache, was kann ich denn von hier oben aus machen? Da unten ist Mondsymbol. Also der Raum ist nicht gerade sehr einfach. Was ist da hinten? Ne, da kann ich nichts hin platzieren. Oh Gott, das wird lustig.
Ein gerader Laser, den kann ich nicht... Wie soll ich den hier überhaupt reinbekommen? Jetzt macht's Sinn. Jetzt sind die beiden aktiviert. Mit dem hier. Habe ich immer noch keine Ahnung. Jetzt, wenn ich ihn da drauf leite, so kriege ich den Ball. Den Ball, den kann ich hier drauflegen. Den konnte ich da drauflegen. So ein Wellensymbol. Achso, oh, ich hab's geschafft. Ich war gerade einfach voll verwirrt. War nice. Nice. Nächste Testkammer. Flinging Bridge. Okay. Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Und ihr müsst keinen Cut setzen. Es hat verdammt schnell geladen. Das ist ja nice. Ah, Brückenrätsel. Hab ich gestern mit dem Kumpel noch mehr als genug. Okay, Moment. Ich mach's mir auch komplizierter, als ich das eigentlich vorhab. Ja, jetzt bin ich hier. Warte. Ich mach's anders. Komm nochmal mit. Oh, ich habe die Brücke ausgeschaltet. Ja, warum sollte ich das ausschalten? Wo ist überhaupt das Ziel? Wo muss ich hin? Da oben. Ich habe eine Idee. Oh, da nochmal hin. Ich hoffe, man lernt dann auch gut. Da und... Yes? Ha, sag ich doch. Es klappt. Ich mag solche Rätsel, wo man sich schleudern muss. Gut, ich würde damit sagen, das war's. Falls euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da. Damit sehe ich, dass es euch gefällt. Und dass ich davon mehrere Videos machen kann. Und Flo, falls du das siehst, danke, dass du mehr geschrieben hast. Das hat mich motiviert, jetzt ein neues Atlas-Video zu machen. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.